Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir die Annika bei uns. Sie ist Markenbotschafterin von Miweis und wird uns mal ein bisschen was über die Marke und die Motoren von Miweis vorstellen und auch so ein bisschen einfach die Expertenmeinung mal geben. Jetzt geht's gleich los. Ja. Servus Annika. Hoi. Freut mich. Mich auch. Schön, dass du hier bist. Du bist Markenbotschafterin von Miweis. Richtig, ganz genau. Wie kommt man denn dazu? Ja, wie kommt man dazu? Ist eine gute Frage. Und zwar, ich bin schon seit längerem auf dem Fahrrad unterwegs und auch als Markenbotschafterin und als früheren Kooperation kenne ich den Steffen sehr gut. Wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis und ja. Es kam dann dazu, dass ich jetzt für Miweis fahren möchte. Genau. Okay, und warum gerade für Miweis? Also du wirst ja wahrscheinlich auch eher Produkte unterstützen wollen, zu denen du auch stehst. Richtig. Also ich liebe es, E-Bike zu fahren. Das war für mich, als ich das erste E-Bike in der Hand hatte, war es für mich gleich so, wow. Das macht mir ganz viel Freude und ich bin sehr viele Motoren bisher schon gefahren. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, ein frisches Produkt oder eine frische Marke unterstützen zu können und testen zu können, das finde ich einfach total cool. Und das ist jetzt einfach die beste Kombination für mich. Ein vertrautes Gesicht, mit dem ich weiß, dem kann ich vertrauen. Und ich habe Spaß dabei, mitzuarbeiten. Und noch ein gutes Produkt war für mich, also ich habe gar nicht lange überlegt und habe gleich eigentlich ja gesagt. Okay, cool. Und wie läuft das denn so normalerweise jetzt ab? Also ihr seid ein R&D Experience Team oder was? Das heißt, also du testest die Miweis Produkte und gibst dann Feedback aus Expertensicht sozusagen? Oder wie ganz genau, das? Ganz genau. Also es war in der Vergangenheit auch so. Ich bekomme das Fahrrad und nutze es sehr stark. Also mehr als jetzt vielleicht ein Otto-Normalverbraucher. Ich mache extrem lange Touren, gerade mit dem E-Gravel-Bike, wo das Fahrrad wirklich bis aufs Härteste getestet wird. Kann somit sagen, wie verhält sich ein Fahrrad, wenn ich bergauf fahre? Wie lange hält die Batterie? Wie verhält sich der Motor, wenn ich unterschiedliche Stufen benutzen muss? Oder wenn ich viel Gepäck habe? Also das sind schon ganz viele Punkte, die ich dann einfach testen kann. Und dann kann ich die Erfahrungswerte weitergeben, kann sagen, was ich gut finde, kann sagen, was ich nicht so gut finde, was man noch weiterentwickeln darf. Und ich glaube, so ist es für beide Parteien Win-Win. Ich kann das Fahrrad fahren, kann Spaß haben und andere, ja, kann die Erfahrungswerte nutzen. Was machst du eigentlich sonst so, außer dass du außer, dass ich Markenbotschafterin bist? Ja, hast du noch einen anderen Job? Ja, aktuell bin ich Vollzeit im Hotel am Reschensee tätig. Im Sommer allerdings habe ich mit meinem Teamkollegen, dem Felix, eine Fahrradschule direkt am Reschensee. Okay. Und da bieten wir auch am meisten E-Bike-Touren an, aber auch Fahrtechnik-Kurse. Okay. Und die mache ich auch am liebsten mit dem E-Bike, weil wenn was ist, kann man den anderen abschleppen oder ich kann zigtausend Mal den Trail rauf und runter fahren und vormachen, wie man sich auf dem Trail verhält. Genau. Mhm. Und wir haben jetzt vom Gravelbike gerade gesprochen, da haben wir hier auch eins stehen, das zeigen wir gleich noch. Mhm. Aber du fährst auch noch ein anderes Bike und zwar ein Mountainbike, oder? Genau, ich fahre das E-Mountainbike von Miweis und das ist natürlich mein absolutes Herzensgerät, sage ich jetzt mal, weil das nutze ich jeden Tag auf dem Trail am Reichensee. Ich habe beste Bedingungen da natürlich, ziemlich lange Abfahrten, sehr ruppig, sehr technisch und auch da wird das Rad aufs Härteste getestet, weil ich glaube nicht, dass jemand, der in Deutschland lebt und nicht gerade 600 Abfahrtsmeter oder Tiefenmeter hat, so stark das Rad testen kann. Mhm. Und ja, für mich ist es optimal, das optimale Arbeitsgerät. Auch mal, um auf den Lift zu verzichten oder gerade mit dem E-Gravel. Also ich wohne aktuell auf 1900 Höhenmeter. Die Liftanlage ist auf 1500 Höhenmeter und wenn man nicht immer mit dem Auto rauf und runter fahren möchte, kann man das mit dem E-Gravel hervorragend. Na, also ich kann Straße fahren, kann mal kurz auf dem Forstweg abbiegen und schon bin ich zu Hause. Das ist für mich optimal. Ich will auch ein bisschen auf die Umwelt achten. Ich denke, das ist ganz gut und für die Fitness sowieso. Ja, ja.
Genau. Und was gefällt dir denn jetzt als Expertin, sage ich mal, an dem Miwis Motorensystem, sei es jetzt das Hinterradnabenmotorensystem oder das Mittelmotorsystem, was gefällt dir da am besten? Also für mich, ich bin jetzt wirklich in den letzten 6 Jahren eigentlich alle Motoren gefahren. Bosch, Shimano, Brose, was es da alles gibt. Und für mich ist es einfach, die Sensorik ist sehr fein. Also ich merke nicht groß, wenn ich jetzt von dem einen in die nächste Stufe schalte. Da hat man oft immer so Ruckelungen oder man hat so einen richtigen Stoß, wenn es nach vorne, wenn man auf einmal in den Turbo schaltet. Und das ist sehr fein bei Miwis. Und das finde ich echt toll, dass man nicht unbedingt immer diesen Stoß spürt. Also das ist ganz klar. So natürliches. Genau, natürlich und für mich wirklich ganz klar. Klares Fahrverhalten. Aber es gibt dir trotzdem die Power, die du brauchst. Also es ist nicht so, dass man denkt, oh, ob ich jetzt im ersten Gang fahre oder im fünften, da merke ich jetzt keinen Unterschied. Das ist nicht so. Also ich kriege schon die Kraft, die ich möchte, aber auf einer ganz feinen Stufe. Das finde ich schon sehr, das ist schon sehr cool. Ja. Also von den Daten her weiß ich jetzt zum Beispiel, dass der Mittelmotor von Miwis 100 Newtonmeter hat, was im Vergleich zu den anderen Motorenherstellern natürlich schon gerade so top of the class ist. Richtig. Und das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du mit so einem Mittelmotor einen Berg hochfährst mit einem Mountainbike, da kommst du im Prinzip jeden Berg hoch. Ja. Und jetzt das Gravelbike mit dem M80 Hinterradnabenmotor bin ich auch schon gefahren und weiß ich auch, dass das hat, glaube ich, nur 40 Newtonmeter, aber es ist irgendwie trotzdem absolut ausreichend und fühlt sich stark an, aber eben sehr natürlich. Gerade die Sensorik finde ich auch total natürlich und ich bin ja auch schon einige Fahrräder gefahren. Und es ist halt auch leise. Stimmt dir da vollkommen zu, tatsächlich. Ja. Genau, und noch leise. Ja. Also das finde ich halt auch schön. Du kannst es, wenn du auf einer Fläche bist, schaltest du es aus oder auf einer ganz kleinen Ebene und kannst es nutzen. Und wenn du einen Berg hochfahren möchtest, so wie ich das echt häufig bei uns machen muss, schalte ich ein bisschen den Motor ein und dann läuft das. Dann würde ich sagen, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung von dir. Und dann können wir jetzt noch einen kleinen Blick auf das Gravelbike legen, das du mitgebracht hast. Dann können wir da noch mal kurz schauen, wie das ausschaut. Gerne, machen wir. Freue mich. Ja, hier haben wir jetzt das Java Frenetica. Ich kenne das tatsächlich, weil ich bin das gleiche Modell mit einem anderen Lenker, also nicht das Gravel, sondern das Urban Bike sozusagen, bin ich schon gefahren, hatte das auch schon im Test, da gibt es ein Video hier eingeblendet. Und das ist jetzt die Gravel-Version davon, die hat im Prinzip einfach nur einen anderen Lenker. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz noch irgendwie was dazu sagen, was du so besonders an dem Fahrrad jetzt findest. Genau, also ich bin letzten Herbst gefahren am Stilfser Joch, da durfte ich es schon mal testen. Bin aber natürlich gespannt, wie es sich verhält, wenn ich wirklich lange Touren mache. Ich finde es ganz fein, dass man hier vorne die Stufen klicken kann, dass man, wenn man beide Knöpfe drückt, dass man direkt ins Menü gehen kann. Ja, genau. Du musst deine Hände dann nicht vom Lenker abmachen, irgendwie umgreifen oder sonst was, sondern so, wie du das hältst, in jeder Form. Also jetzt sieht es natürlich ein bisschen komisch aus, wenn ich drauf sitze. Ja, aber dann kannst du praktisch einfach, da sind die Knöpfe im Lenker hier unten mit eingebaut. Richtig, ganz genau. Also ich kann hier die Stufen rauf und runter, Wenn ich beide gleichzeitig drücke, komme ich sofort ins Menü, kann sehen, was ich gefahren bin, welche Stufen ich gefahren bin. Cool. Das ist echt sehr angenehm. Und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut an dem Fahrrad. Okay, jetzt vielleicht kannst du mal noch so ein bisschen aus der Erfahrung erzählen. Du bist ja jetzt doch schon einige Touren, längere Touren auch gefahren. Genau. Und jetzt mal so, ich glaube, du bist auch schon Touren gefahren, einmal mit E-Antrieb und einmal auch ohne E-Antrieb. Und jetzt heißt ja doch immer mal wieder, ja, E-Antrieb ist doch eigentlich nur was für Opas und Omas. Genau, dieses Spruch liebe ich. Genau, aber das ist es ja gar nicht. Ne? Und jetzt kannst du vielleicht auch mal kurz eine Geschichte erzählen, warum eigentlich nicht. Ganz genau. Also im letzten Jahr bin ich für eine Charity-Organisation Kids Evolution gefahren. Wir sind am Chiemsee gestartet bis nach Kreta. Das waren reine Nettokilometer 2200 mit 24.000 Höhenmeter. Und 24.000 Höhenmeter. Ja, es war schon echt. Das ist schon ordentlich, okay? War aufregend. Und wir sind an Küstenstraßen gefahren, wo der Verkehr wirklich echt nicht so ganz fein war. Und das war jetzt aber ohne E-Antrieb? Ohne E. Aha. Genau, wir mussten uns an diese Route halten. Wir waren hinterher noch ganz pfiffig und haben noch was anderes gefunden. Aber der einfachste Weg wäre es gewesen, ins Hinterland zu fahren und dann ganz in Ruhe die Natur zu genießen. Schon schöner als an der Straße, ne? Ja, absolut. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich es hasse, berghoch zu fahren. Ich mag das auch nicht.
Und da waren wir eben, weiß nicht, 1800 Höhenmeter in einem Stück und da habe ich gestreikt. Und ich habe gesagt, nach dieser Tour, also wenn ich noch mal so eine lange Fahrt mache, mache ich es nur noch mit dem E-Gravel, weil da bin ich ganz flexibel. Dann kann ich einfach sagen, okay, wisst ihr was, die Straße ist mir jetzt hier zu voll, ich weiche jetzt aus aufs Hinterland und dann stören mich die Höhenmeter ja auch nicht. Und habe einfach einen gewissen Mehrwert. Ne? Sehr gutes Beispiel, dass es dir einfach mehr Flexibilität auch gibt. Absolut. Du kannst absolut, die Routen so auswählen, dass die Routen wirklich die schönsten sind und dass die Höhenmeter eigentlich dann egal sind, weil die machen dir nicht wirklich viel aus. Genau. Du nimmst halt notfalls nochmal einen zweiten Akku mit, dass du wirklich genug Reserve mit dabei hast, denn Höhenmeter fressen natürlich schon Akkukapazität. Ja. Aber dann ist es eigentlich auch kein Problem. Ganz genau. Und wenn du darauf achtest, dass du sparsam fährst, dann kommst du auch wirklich sehr, sehr weit. Genau, ich glaube, du fährst dann, wenn du jetzt wirklich auf der Geraden fährst, ohne dass es bergauf geht, dann machst du den E-Antrieb aus. Richtig. Und dadurch, dass hier ein Hinterradnabenmotor ist, der da wirklich entkoppelt, merkst du eigentlich auch nicht, dass es jetzt irgendwie schwerer geht oder so. Nein, nein, absolut. Wenn du einmal im Flow bist, dann merkst du das einfach. Das ist halt im Prinzip natürlich ein bisschen schwereres Fahrrad als jetzt ein normales Gravelbike, klar. Genau. Aber so beim Fahren merkst du es an sich nicht. Nein, und wenn man jetzt wirklich nicht sagt, man muss jetzt 35er Schnitt fahren, dann geht das total gut. Wenn du jetzt lange Distanzen fahren möchtest, dann schaltest du den Motor einfach aus. Und sobald es ein bisschen berghoch geht, machst du dann ganz kurz den Motor an. Und da kommst du super weit mit. Also ja, das ist gar kein Problem. Das ist echt eine tolle Sache. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deiner Erfahrung und als Experte einfach nochmal das Fahrrad bewertet hast. Das finde ich jetzt schon immer wichtig, dass man eben so eine Expertenmeinung nochmal kriegt. Mhm. Und euch Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Java Frenetica haltet, was für Erfahrungen ihr schon mit E-Gravelbikes gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus.